Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich nutze jetzt mal die letzten Sonnenstrahlen des Abends, um das Recap der Trainingswoche 2 vom Blog aufzunehmen. Ich hoffe, ich bin nicht zu überbelichtet, aber ist schon okay. Hauptsache, ich kann ein bisschen quatschen und euch berichten, wie die Woche lief. Vielleicht schon mal so ein bisschen vorweggegriffen, aber ich habe ja, glaube ich, im letzten Video gesagt, ich werde noch gut vielleicht 2,5 Wochen diäten, also das Kaloriendefizit fahren. Und dem ist nicht so. Ich habe jetzt also die Woche 2 noch beendet im Kaloriendefizit und bin jetzt wieder im Überschuss. Ich bin jetzt schon Ende Woche 2, Anfang Woche 3. Habe also gute 4 Wochen das Kaloriendefizit gezogen. Und es war im Endeffekt so ein bisschen die Entscheidung, war zielabhängig. Mein Ziel war ja eigentlich zu sagen, okay, ich bin konstant unter 100 Kilo und kann dann wieder in den Überschuss gehen und wieder aufbauen. Dann war das aber alles so gefühlt effortless, nenne ich es jetzt mal. Es war einfach, was das Kaloriendefizit anging, dass ich gedacht habe, okay, zieh es halt einfach ein bisschen weiter. Habe also so ein bisschen das Ziel verloren, wieder möglichst schnell den Überschuss auch reinzugehen, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber habe mich dann einfach dazu entschieden, okay, wieder dem nachzugehen, weil ich ja schon vor einer guten, also Anfang Woche 2 schon bei 99 Kilo relativ konstant war und dann auch nochmal auf 98,8, also 99,3 war ich vorher und dann auf 98,8 gedroppt bin. Und dann auch gesagt habe, okay, hey, passt jetzt, ich möchte gerne wieder ein bisschen Überschuss, vor allem einiges an Muskulatur draufpacken und die Zeit nutzen. Weshalb ich mich dafür entschieden habe, jetzt in Woche 3 kommt das Video, Beginn Woche 3 dann auch wieder im Überschuss zu sein. Heißt, diese Woche 2, die ihr jetzt noch seht vom Blog, war komplett im Kaloriendefizit und für diese Umstände und generell Woche 2 vom Blog lief ziemlich, ziemlich nice. Gestartet, Trainingseinheit 1 ist ja Competition-Beuge, Competition-Bank. Loberbeuge dann für einen Topsatz für eine RP 6 bis 7 für ungefähr 4 Reps. Es wurden dann im Endeffekt 170, die ich für eine gute RP 6 ungefähr bewegen konnte, die sich ziemlich gut angefühlt haben und ich vor allem ohne Muskelkater in die Einheit gestartet bin. Das war ja so ein bisschen die Thematik, warum ich diesen Block überhaupt wiederholen musste. Und ich habe am Samstag, also 2 Tage vor der ersten Einheit von Woche 2, die Halberbeuge gemacht und mein Conventional-Leben und alles, was dazugehört. Seht ihr im letzten Video. Und ich habe ja extra einen sehr konservativen Start gewählt, um nicht wieder komplett frittiert zu sein. Das hat sich ausgezahlt. Ich bin super frisch in die Loberbeuge reingegangen, habe trotzdem meine Halberbeuge-Arbeit reinbekommen, aber konnte performen, ohne dass mein Autoschrauber gesagt hat, ich bin wieder raus. Genau, 170 für einen Vierer Topsatz, Backoffs 155 für Fünfer, die sich sehr okay angefühlt haben, die sich schwerer angefühlt haben, als sie dann im Endeffekt aussahen. Generell ist das wieder sowas, was ich bei der Beuge ja wieder mehr und mehr die Fähigkeit brauche, das gut einschätzen zu können. Das ist halt immer ein bisschen verschleiert bei mir, auch hinsichtlich des Adduktors, dass ich da einfach nicht Konstanz reinbekomme oder reinbekommen habe, bei hohen Lasten und hohen RPEs zu performen, eben weil mich schon 1-2 Sätze davon extrem rauskicken und ich das dann einfach, es ist für mich schwierig, ist wirklich die Reps in Reserve da zu greifen. Aber das ist vollkommen fein. Anschließend Bank. Da hat sich vielleicht das Kaloriendefizit so ein bisschen bemerkbar gemacht. Nichtsdestotrotz lief es ganz gut durch. Ich wollte eigentlich den Topsatz für ungefähr einen Vierer RP 6 bis 7 drücken. Letzte Woche ja 105 für eine RP 7. Habe dieses Mal 107,5 gewählt und die für 4 gedrückt. Aber für eine RP 9,5. Also die war schon ein bisschen schwerer. Und ich habe mich da nicht zügeln können, nach der dritten Rep zu sagen, okay, ist jetzt vorbei. Ist auch vollkommen fein, passiert. War halt nicht so ganz autoregulativ an dem Tag, aber ich wollte die vielen Reps einfach an dem Tag. Und das ist dann auch okay. Die haben mich zum Glück nicht so rausgescheppert. Im Anschluss dann 95 für 566 und die wurden auch im Verlauf der Sätze, glaube ich, besser, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also der erste Satz war, glaube ich, so eine RP 6,5, dann eine 6 und dann eine 6,5, so in die Richtung. Also es wurde je mehr, das ist auch manchmal, also bei vielen recht typisch, je mehr Übung in der Übung besteht. Deswegen sind bei vielen auch Ramp-Ups ganz, ganz nützlich oder ein ausgiebiges Warm-Up. Umso besser fühlt sich das dann an hinten raus bei mehreren Sätzen. An dem Tag gab es dann noch Prone Rows, Kurzhand- und Flachbankdrücken, Incline Reverse Flies und Bizeps und Trizeps, die jetzt ja auch einen gewissen Stellenwert bei mir bekommen haben, dass die Arme auch endlich mal wachsen. Konnte dann auch aufgrund dessen, dass Tag 1 mich auch ermüdungsmäßig und muskelkratertechnisch im Adduktor nicht rausgeworfen hat, super in die Mittwochseinheit gehen. Tag 2 Sumo-Heben. Vierer Topsatz, RP 6 bis 7, gleiches Spiel wie bei den Competition Lifts Beuge und Bank. Und habe den letzten Warm-Up mit 200 gehookt, die sich echt gut angefühlt haben, weshalb ich dann den Schritt auf 210 gewählt habe.
die sich schwer angefühlt haben, auf dem Video aber ziemlich, also recht leicht aussehen. Technisch bin ich da nicht ganz so zufrieden, was so meine Startposition angeht, die ich dann versuche, zu aufrecht versuche reinzukommen, was mich dann aber im Endeffekt wieder so ein bisschen aus der Position bringt, nachdem ich die Hantel angehoben habe. Und generell ist so das Timing von Kniestreckung und Hüftstreckung durch den Lift hinweg einfach noch nicht so passend, wie ich es gerne hätte. Aber gut, das sind Sachen, an denen man arbeiten kann, und es macht auch enorm viel Laune, an solchen Sachen zu arbeiten. Das ist auch immer so das Schöne, technische Sachen zu haben, an denen man arbeiten kann. Weil das macht schon Freude. Vor allem, wenn man sieht, dass das Ganze sich auszahlt im Lift und man sieht, dass es also einen Unterschied macht, performance-technisch, als auch, dass das Ganze insgesamt Fortschritt macht. 180 dann für die Backoffs gewählt, die waren super leicht, unter einer RP 6 für 5er. Aber es war vor allem technisch sehr, sehr, sehr nice. Hat sich super gut angefühlt und bin da sehr zuversichtlich auf die kommenden Wochen. Bell Squat im Anschluss mit 100 Kilo für 12er, da progressiere ich jetzt auch gut von Woche zu Woche ungefähr 10 Kilo einfach voran und schau mal, wo ich da rauskomme. Fühlt sich jetzt auch mittlerweile echt besser an. Das war am Anfang ein super weirdes Bewegungsmuster und es wird langsam gewohnter, nenne ich es jetzt einfach mal. Dann im Anschluss ein recht überraschender Lift in der Woche, womit ich echt nicht gerechnet habe, auch am Montag, dass ich da die Bank schon so ein bisschen schwerer angefühlt habe, vielleicht im Hinblick auf das Kaloriendefizit. Langhandel Schrägbankdrücken für einen Topsatz 5 bis 7 Reps zu einer RP 6 bis 7. Ich müsste in der Woche zuvor 75 für einen 7er gedrückt haben zu einer RP 7 und habe mich dann, oder für 8 Reps, eins von beiden, habe mich dann auf jeden Fall dafür entschieden, eben weil es sich in den Warm-Ups ganz okay angefühlt hat, auf 77,5 zu gehen, die ich für einen 7er drücken konnte, was ich glaube ich so auch noch nicht gedrückt habe. Da könnte ich auch falsch liegen. Auf jeden Fall sehr zufrieden, dass das Ganze so durchlief und mich dann nicht das Kaloriendefizit jetzt auch nach 4 Wochen dann mich dann irgendwie in der Leistung irgendwie eingeschränkt hat. Das hat mich auch sehr gefreut. Und die Backoffs waren dann auch ziemlich solide, ich glaube 70 für 9, 8, 7. Und da habe ich ja in der Vorwoche einen richtig starken Leistungsabfall gehabt mit 9, 7, 5. Also die Woche auf jeden Fall besser performt, was das angeht. Dann auch noch Klimmzüge für 5 Sätze, Deadbugs. Und dann war das nämlich so, dass wir zum Wochenende hin, also jetzt vergangenes Wochenende, wenn ihr das Video euch anschaut, hier in die Heimat gefahren sind und ich da nicht trainieren konnte, Samstag und Sonntag, und meistens sind meine Einheiten 3 und 4, ja, Freitag und Samstag, demnach musste ich die Einheiten vorziehen, bin also am Donnerstag schon in den Tag 4 in die Spoto-Bank-Einheit rein und dann am Freitag echt ziemlich spät abends, das war auf jeden Fall auch nicht so geplant, ich habe mich an dem Tag gar nicht gut gefühlt, quatschen wir gleich nochmal drüber, in den Tag 3 reingegangen, also in die Halberbeuge und alles, was dazugehört. Erstmal zu Spoto Press, 100 Kilo wie letzte Woche aufgeladen, aber nicht für 4, sondern für 5 Reps gedrückt. Da hat sich das einfach in den Satz reingehen und die RPE hitten ausgezahlt und nicht einfach, um zu sagen, okay, ich treffe jetzt die und die Reps, weil sonst hätte ich wie in der Vorwoche wieder 100 für den 4er gedrückt, was auch vollkommen fein wäre, das muss man auch mal sagen. Ich habe mir einfach auf den Spielraum gegeben, da noch eine 5. Rep zu machen, die auch super solide war und auch für den Tag einfach gut in die RP gepasst hat. Dann so für eine 7, 7,5 vollkommen passend. Backoffs dann 95 für ein 2x5, die gut durchgingen. Da war eigentlich nichts Spannendes. Generell Bank ja sehr interessant jetzt so mit den technischen Änderungen, die ich vorgenommen habe, über die ich noch gar nicht richtig geredet habe. Es sind hauptsächlich, um das nochmal ganz kurz anzureißen, 2 Aspekte. Ich glaube, ich habe die noch nicht angerissen. Ich hoffe, das stimmt jetzt einfach mal. Es sind im Endeffekt 2 Dinge. Ich habe Leg Drive technisch jetzt einen recht starken Fokus, also dass ich versuche, meine Füße sozusagen in die Schuhspitze stark reinzuschieben, also noch mehr als vorher, und dadurch möglichst versuche, eben nicht Sinking Touch zu drücken. Das ist ja meistens das, was ich früher gewählt habe, dann auch ein bisschen einzusinken und dann katapultartig rauszuschießen. Jetzt eher mal schaue, wie mir ein Soft Touch taugt, also versuche, möglichst die Brücke nicht, den Brustkorb nicht einsinken zu lassen, sondern konstant versuchen, die Brust rauszuschieben und eben mit dem Leg Drive supporten, indem ich mich konstant hinten auf den Nacken schiebe und auch gar nicht mehr in irgendeiner Art und Weise einen Fokus darauf lege, aktiv Retraktion oder Depression zu machen. Die Brücke steht eben, weil ich mich so hart nach hinten schiebe, und dann passt das so. Habe also ein bisschen mehr Spielraum, nenne ich es jetzt mal, was meine Schulterblätter angeht, beziehungsweise nicht mehr so aktiv, dass ich mir die ganze Zeit denke, jetzt Schulterblätter tief, 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 sondern das ist halt fein, ich kann mich einfach aufs Pressen konzentrieren. Die Brücke steht ja sowieso durch den Leg Drive und das Anheben des Brustkorbs. Und dann auch die Breite des Standes ist halt, also wie weit weg ich vom Körper stehe
und wie weit ich stehe, hat jetzt einen ziemlich starken Einfluss gemacht auf wie gut ich den Leg Breath wirklich erzeugen kann und wie stabil ich auf der Bank liege. Also ich stand sonst immer relativ eng, also hat sich zumindest so angefühlt, nah beieinander die Füße. Und dadurch habe ich mich auf der Bank manchmal so ein bisschen instabil gefühlt. Jetzt, dass ich sie ein bisschen weiter auseinander genommen habe, die Füße, habe ich viel mehr Stabilität auf der Bank insgesamt. Und dann hatte ich immer generell so ein bisschen Probleme, das war auch auf dem Bankwettkampf in Greifswald, das hat mir auch ein Kampfrichter gesagt. Ich neige dazu, dass mein Po recht stark wackelt. Aufgrund dessen, dass ich auch relativ lange Beine habe, ist der Winkel halt, in dem mein Knie zum Boden verläuft, also ziemlich horizontal. Und es ist halt, wenn man dann Leg Drive gibt, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass dann der Po, also dass man mehr Raum für Hüftextension hat und dass der Po dann abhebt. Und Leute, die jetzt eher einen Kniewinkel haben, der ein bisschen tiefer ist zum Boden, und man dann in Leg Drive gibt, ist die Wahrscheinlichkeit halt tendenziell niedriger, dass der Po abhebt, weil der Winkel halt, die Hüfte ist dann schon eher extensiert, gestreckt, wenn man sowieso das Knie tiefer hat, falls das verständlich ist. Demnach ein ziemlich weiter Stand weg vom Körper, dass mein Kniewinkel möglichst tief, also mein Knie tiefer geneigt ist zum Boden hin. Und das fühlt sich super gut an. Ich kriege super, super guten Leg Drive rein, ohne dass mein Po in irgendeiner Art und Weise wackelt und sich instabil anfühlt. Also es läuft ziemlich, ziemlich nice. In der Einheit gab es dann noch Rows, Overhead Press, 52 Kilo das erste Mal auf der Hantel gehabt. Vielleicht schon mal vor Jahren gehabt, aber so schon ganz lange nicht. Für einen 6er gedrückt für eine RP7, die ziemlich nice waren, und danach Backoffs 40 für 12 und 11. Die Backoffs, die bleiben gefühlt gleich, aber ist okay. Topsatz progressiert da doch auch weiter voran und fühlt sich echt besser und besser an, auch wenn es ein Lift ist, der immer noch weiter nicht so cool ist. Danach noch Latzug, Brustpresse und Curls, Trizeps drücken. Bevor es jetzt in den letzten Tag geht der Woche, und das ist Tag 3, und da kann ich schon mal sagen, ich meine, also, mir ging es an dem Tag echt nicht gut. Nicht, dass ich krank war oder was auch immer, aber ich war super ermüdet und da stellt sich für mich immer die Frage, okay, bin ich jetzt einfach, ist es einfach mentale Ermüdung und oder was auch immer, brauche ich jetzt erstmal einfach Antrieb und dann läuft der Hase. Aber ich habe so viele Schritte genommen, Antrieb zu finden, es gab einfach, der Antrieb kam einfach nicht. Ich kam nicht richtig rein in den Tag auch generell und es war alles so ein bisschen schwerfällig. Ich bin dann echt spät in die Einheit, ich glaube es war 18 Uhr, was für mich super spät ist. Und dementsprechend habe ich auch Warm-ups technisch, hat sich das alles schon ein bisschen komisch angefühlt. Habe mich dann auch noch verquatscht. Sehr, sehr lange verquatscht, dass ich im Endeffekt nur halber Beuge Topsatz für einen 7er, 2 8er Backoffs und einen Topsatz Conventional Heben reinbekommen habe, weil ich dann wieder nach Hause musste. Ich musste noch ein paar Sachen erledigen, bevor wir dann übers Wochenende in die Heimat gefahren sind, wo ich nicht arbeiten konnte. Habe also effektiv 4 Sätze in dieser Einheit geschafft in 2 Stunden, weil ich war um 8 dann wieder draußen. Also Grüße gehen raus, ich habe dann den Conventional Backoff Satz und RDLs und Bank nicht reinbekommen. Perfekt halt. Aber gut, so ist das auch manchmal, ne? Das muss man dann einfach akzeptieren und das ist auch okay so, dass es jetzt so war. Hätte man vielleicht anders planen können. Ich habe mich an dem Tag einfach beschissen gefühlt. Und das ist auch okay. Auf jeden Fall, halber 145 gewählt, 5 Kilo mehr als in der Vorwoche für den 7er Topsatz, die eigentlich ziemlich solide waren, vor allem für die Umstände, waren die dann doch ganz gut. Also es war halt wirklich ein von Rep zu Rep nach vorne gehen, nicht so viel über die Gesamteinheit nachdenken, wie viel noch ansteht eigentlich, und dann einfach von Rap zu Rap nach vorne gehen. Backoffs dann 132,5 für 8 und 7, was 200 Kilo mehr sind für die Raps, die sich, ja, die waren okay. Ich habe mich halt vor dem Topsatz, glaube ich, verquatscht und nach der Beuge dann. ja, sehr interessant, wie klein die Powerlifting wird. Ich habe da jemanden, einen Typen kennengelernt, der aus Würzburg kommt und da kennt er ein paar Leute von Powerlifting Würzburg, die ich auch kennengelernt habe letztes Jahr. Da quatscht man natürlich ganz viel. Perfekt halt. Conventional heben dann nochmal 180 für einen 5er, für Sackschwer gehoben, genau wie letzte Woche. Also ich bin jetzt mal gespannt, wenn ich im Überschuss bin, wie sich der Lift entwickelt. Ich glaube, da ist eigentlich ganz, ganz viel Potenzial. Aber gut, halt auch verschleiert durch die Halberbeuge. Gut, kann man halt. Hauptsache, ich mache die Arbeit. Macht auf jeden Fall Laune, fühlt sich an sich ziemlich, ziemlich nice an. Ja, das zur Trainingswoche. Ich hoffe, euch gefallen die kürzeren Recaps vielleicht der Wochen. Gebt mir da gerne mal Bescheid, ob die Länge eher angemessen ist, vielleicht als die 30 Minuten. Oder, ja, doch, 30 Minuten waren es ja eher. Aber ich glaube, ich kann da auch ein bisschen, ich habe ein bisschen mehr Einblick dann auch noch in die Einheiten, als wenn ich das zu spät das Revue passieren lasse, die Einheiten. Sondern das noch ein bisschen näher dran ist, um das mal so zu sagen. Alles klar, das zu meiner Trainingswoche 2. Wir sehen uns in Trainingswoche 3 nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!